Genau, es geht heute um Kinder in Bewegung und dazu möchte ich zunächst einmal die Perspektive klären. Das ist ja hier so der Hintergedanke, dass sozusagen Bewegung aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven aufgearbeitet wird, kurz auf theoretische Grundlagen eingehen und dann das Ganze auf einen konkreten Fall beziehen und mit einem Fazit enden. Hallo, hi. Und genau. Wie schon angekündigt, Klärung der Perspektive. Also unsere Forschungsfelder richten sich auf sozusagen den Übergang von der Kita in die Schule und gezielt eben in den Feldern Kita, Familie und Schule findet Forschung bei uns statt. Der Fokus ist bei uns im Prinzip auf die Gelingensbedingungen einer ressourcenorientierten und kooperativen Förderung kindlicher Lernentwicklungsverläufe gerichtet, hier eben speziell in der Transition von der Kita zur Schule und dort nochmal mit einem spezifischen Fokus auf Kinder aus belasteten familiären Verhältnissen. Unser methodisches Vorgehen ist dabei deutlich ökosystemisch ausgerichtet. Das bedeutet, wir gehen in die verschiedenen Mikrosysteme, führen dort umfangreiche Hospitationen durch, Beobachtungen, Interviews, auch quantitative Verfahren, häufig eben dann auch längsschnittliche Untersuchungen im Übergang, wo wir Kinder sehr intensiv begleiten und im weitesten Sinne also einem Mixed-Method-Vorgehen, dem wir folgen. Wenn man es also jetzt so auf das Thema Bewegung nun bezieht, würde ich unsere Perspektive oder meine in diesem Fall als eine entwicklungspsychologisch, sozial, schrägstrich sonderpädagogisch und sicher auch in Teilen kindheitssoziologisch ausgerichtete Perspektive beschreiben. Und der spezifische Gegenstand ist eben das Bewegungsinteresse von Kindern. Und das konkret vorgeführt eben an einem Fall eines Jungen mit einem sehr ausgeprägten motorischen Interesse. Interessen sind ein ganz dankbarer Forschungsgegenstand, einfach aus dem Grund, weil jeder eigentlich so eine Idee davon hat, was Interessen sind. Insofern kommt man sehr gut mit Menschen zu diesem Thema ins Gespräch. Andreas Krapp, also einer der großen Interessenforscher in Deutschland, beschreibt Interessen als eine besondere, durch bestimmte Merkmale charakterisierte, herausgehobene Beziehung einer Person zu einem Gegenstand. Und in der kindlichen Entwicklungsphase können sich solche Interessen auf Objekte, auf Tätigkeiten und eben auch auf Themen beziehen. Dabei entstehen Interessen nachgewiesenermaßen schon in der frühesten Kindheit und sind elementarer Teil des kindlichen Selbstkonzeptes, eine individuelle Stärke und emotional positiv besetzt. Sie strukturieren die Interaktion mit der Umwelt und eben auch nicht nur mit der sächlichen Umwelt, sondern eben auch mit der sozialen Umwelt, also im Sinne der Auswahl von Peer-Kontakten und eben Freundschaftsbeziehungen. Interessen und Lernen ist auch wirklich ein ganz interessantes Themengebiet und auch hier weisen die Forschungsergebnisse nach, dass eben bereichsspezifische Interessen hervorragende Prädiktoren für Schulleistungen sind und Inhalte interessenbasiert effizienter und nachhaltiger gelernt werden. Und das Ganze sich eben in offenen Lernsettings wesentlich deutlicher auswirkt, ist, denke ich, auch logisch. Was unterscheidet nun Interessenhandlungen von anderen alltäglichen Handlungen? Und die Personengegenstandstheorie definiert sozusagen drei grundlegende Merkmale von Interessenhandlungen, nämlich einmal, dass Interessenhandlungen mit positiven Gefühlen verbunden sind. Ich spreche da immer von einer positiven Spaßbilanz. Das bedeutet, es muss überwiegend Spaß machen. Wenn es das nicht tut, wird das Interesse absterben. Es ist intrinsisch motiviert, das bedeutet, ich muss nicht dazu gezwungen werden, sondern tue das aus mir selbst heraus, weil es für mich subjektiv hoch bedeutsam ist und Interessenhandlungen beziehen sich auch immer auf so einen progressiven Moment der Erweiterung kognitiver Strukturen, mehr über etwas zu erfahren, Dinge besser zu können. Punkt. Im Kindesalter, im Kindergarten und auch dann im Übergang zur Schule können wir verschiedene sozusagen Interessenbereiche, Hauptinteressenbereiche von Kindern unterscheiden und Interessen finden in beispielsweise den Bereichen künstlerisch-kreativ statt, ebenso in den Bereichen naturwissenschaftlich-technisch. Ein weiterer Interessenbereich richtet sich auf gerade soziale Bezüge und eben ein vierter auf
motorische Interessen. Und dabei ist wichtig, auch nochmal zu betonen, dass Kinder sich natürlich nicht isoliert nur in diesem einen Bereich sozusagen beschäftigen, sondern sehr wohl auch Handlungen in anderen Bereichen vollziehen. Aber das ist wirklich das Interessante. Man kann häufig in den Handlungen in diesen anderen Bereichen Bezüge zur sozusagen Hauptinteressenkategorie wiederfinden. Heute soll es aber maßgeblich um motorisches Interesse gehen. Und das nun konkret bezogen auf den Fall des lieben Finn. Und den werden wir uns nun einmal anschauen. Also jetzt in der Bühne, muss ich vielleicht dazu sagen, aber... Kanten. So. Ja, man hörte ihn am Ende so schnaufen, als er dieses Nintendo-Gerät in der Hand hatte. Das hat damit zu tun, dass seine Mutter im Wohnzimmer ein Laufband installiert hatte, für sich selber, aber ich war der Meinung, eher für ihn, dass er sich sozusagen auch in den vier Wänden auspowern konnte. Ja, Finn ist wie gesagt ein Ankerbeispiel oder sozusagen ein wirklich sehr, sehr typischer Fall für die Gruppe von ausgeprägt motorisch interessierten Kindern. Das bedeutet, er hat sehr viel Interesse eben daran, seine Körperlichkeit zu erfahren, sich zu bewegen, aber das auch natürlich inhaltlich ausgestaltet. Und dabei ist hier wirklich das Interessante, dass eben diese Bewegungshandlungen im Sinne auch der Verarbeitung individueller biografischer Bezüge quasi gedeutet werden können, indem er aus einer familiären Situation kommt, in der seine Mutter und sein Vater sich getrennt haben, auch sehr konflikthaft getrennt haben. Und er in diesen sehr stark auch kämpferisch und sozusagen auch das Thema Macht, aber eben ganz intensiv auch das Thema Männlichkeit aufarbeiten, er eben diese verlustige Vaterfigur sehr stark sozusagen bearbeitet und sich mit Formen von Mannsein sehr intensiv wirklich auseinandersetzt. Und dabei ist bei ihm weiterhin spannend, dass im Untersuchungsverlauf eine deutliche Entwicklung von einem eher tätigkeitsbezogenen Interesse, nämlich eben sich sehr stark bewegungstechnisch auszuagieren, auch in Rollenspielen eben sehr stark auszuagieren, hin zu einem stärker thematisch orientierten Interesse. Das sah man am Ende auch an diesem Nintendo-Spiel, wo da so geschossen wurde, indem er im Übergang von der Kita zur Schule dann eben so diese Ninja und Manga, also so eine japanische, auch über Zeichentricksendungen sehr stark aufgearbeitete Welt für sich erschloss, die auch über die Spielindustrie hervorragend bedient wird. Und er dort dann stärker in so ein thematisches Interesse eben, aber auch wieder bezogen auf diese Auseinandersetzung von Mächten vollzog. Sehr spannend. Unter Bewegungsaspekt nun auch ein interessanter Fall, weil differente Unterstützungsbedingungen hier in Familie, Kita und Schule sich deutlich auf die Interessenentwicklung des Falls ausgewirkt haben. Das schauen wir uns nun einmal näher an. Die Mutter durchaus sehr belastet, einerseits durch die schwierige familiäre Situation der Trennung, gleichzeitig aber auch über eine sehr anstrengende berufliche Tätigkeit im Schichtdienst, nimmt seine Bewegungsinteressen deutlich wahr, ist von denen aber auch teilweise wirklich überfordert, ist eine Person, die sich zu Hause auch stärker ausruhen möchte und ihre Ruhe haben möchte und auch nicht ganz so gerne rausgeht und trifft nun auf einen Jungen, der sich extrem ausagieren möchte. Und interessant an diesem Fall, währenddessen andere Jungen am Wochenende, Mädchen genauso, zum Fußball gehen und da von ihren Eltern begleitet werden, war es bei ihr so, dass ihr das schlicht und ergreifend zu viel zu anstrengend war und ihm wurde dann Fußball verboten und interessanterweise auch mit der schönen Erklärung, er will unbedingt Fußball spielen, aber er ist kein guter Fußballspieler, also irgendwie, er hat da kein Talent für. Punkt. Also die Komplexität und Kontinuität der Interessenentwicklung wird deutlich durch die familiären Unterstützungsbedingungen beeinflusst
Und das haben wir in verschiedenen Beiträgen weiter auch ausgearbeitet. Bei Interesse am Ende des Vortrags gibt es dort Hinweise. Die Unterstützungsbedingungen werden eindeutig auch durch die soziokulturelle Belastungssituation der Familie moderiert. Kita nimmt gerade bei Kindern aus hochbelasteten familiären Verhältnissen eine deutlich kompensatorische Funktion auf oder auch allgemein sozusagen bei Kindern, die zu Hause nicht intensiv in ihrer Interessenentwicklung unterstützt werden, als dass diese überwiegend anregungsreich und die Interessenentwicklung gezielt wahrnehmen, sozusagen auf die Kinder eingehen und gerade in umfangreichen Beispielphasen, aber auch durch konkrete Angebote auf die individuellen Interessen der Kinder eingehen. Er selber war jetzt in einem Kindergarten, die wirklich ein radikal offenes Konzept hatten und insofern hatte er dort ja sehr gute Möglichkeiten, sich auszuagieren. In der Schule ist er dann sozusagen deutlich an Grenzen gestoßen. Es wird in diesem Zitat hier schön, finde ich, deutlich, dass er dort gelegentlich mal an eine Wand rennt, also sozusagen seinem Bewegungsdrang in diesem System deutliche Grenzen gesetzt werden. Schule allgemein aber auch als ein System ist, das vergleichsweise weniger auf die individuellen Interessen von Kindern eingeht und diese zu selten gezielt in die pädagogische Arbeit einbindet. Wenn sie sich aktualisieren, dann in seltenen Freispielphasen, in den Pausen als maßgeblicher Ort oder was spannend ist, es gibt in der Schule auch so ein verborgenes Subsystem, was Lehrern häufig gar nicht so bewusst ist, in dem das dann heimlich gemacht wird, unterm Tisch oder auf dem Klo und ganz spannend. Genau, an dieser Stelle komme ich auch schon zum Fazit. Kinder sind im Rahmen ihrer Interessenentwicklung auf die Unterstützung relevanter sozialer Systeme angewiesen. In diesem Kontext hinterfragen sie kindliche Interessenhandlungen auch immer im Hinblick auf die individuelle Bedeutung und den soziobiografischen Kontext für das einzelne Kind, weil häufig steckt hinter diesen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so tiefgründigen Handlungen eine ganz, ganz hohe subjektive Bedeutsamkeit für das Kind und häufig werden dort individuelle biografische Erfahrungen, häufig auch belastende Erlebnisse aufgearbeitet und sozusagen in einer Quasi-Realität erfahrbar und auch aushaltbar sozusagen gemacht. Letztendlich geben sie Kindern Raum zur Bewegung und das speziell natürlich bei Kindern mit einem ausgeprägten Bewegungsinteresse. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus